Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Monsters 2. Ich bin DSD Steve und... Euer Let's Play Retrowelt. Tja, im letzten Part waren wir noch ein bisschen verplant, doch jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall Kamea besiegen. Ja. Ich bin ein Master geworden, weil ich... so wie ihr sein wolltet. Und ich bin auch ziemlich gut geworden. Und wollt ihr gegen mich kämpfen? Oh, die gehen sogar zur Arena. Ja. Sie sagt es zumindest. Musiert ein Slime-Team. Tja, gib mal King Mixed, Leo Charge und Jamir Mixed. Genau. Sleep Air. Aber wir wachen ja zum Glück auf. Oh, Panic All. Das ist schon mal gut. Ja. Leo ist verwirrt, das ist, glaube ich, ganz schlecht, oder? Ja. So ein Lüxer und Angsthase. Fehlgeschlagen. Leo bekommt. Warte mal, was ist denn mit Curse Off? Geht das damit vielleicht weg? Nee, der ist noch verwirrt. Ist ja kein Fluch. Hm. Butch. Der Slime heißt Butch. So, ich denke mal, jetzt können wir bei King. Machen wir noch Mixed und Jammer jetzt auf Charge. Genau. Die Slimes machen uns ja. Oh, perfekt. Die Verwirrung ist vorbei. Ach, boom, wirklich. Wärst du mal auf No Skill gegangen? Oh, das macht doch gut Schaden. Mach mal wieder. Charge, Charge, Charge. Aber wir sollten mal Leo heilen. Ja. Da machen wir jetzt. Oh Gott. Aber ja, der Kampf ist ja. Ist ja eigentlich recht fair bisher. Ja, machen wir Defense und Charge. Genau. Zack, Leo wieder geheilt. Rain Slash. Rain Slash ist schon ziemlich gut, so ein Multi, ne? Jetzt chargen wir wieder. Also, gut, wenn man den hohen Angriff hat. Oh, Heal Us. Tja, das ist nervig, aber da musst du durch. Das ist wirklich nervig. Halt ja auch nur 80 bis 100 oder so, ne? Ja, 80 bis 120. Ja. Von, ja, ja. Die machen schon gut Schaden. Denke ich mal auch. Wildfire. Das ist Terraflamme, ne? Ja. Charge, Charge und Charge. Also der Slime, den wir damals gegeben haben, der konnte aber kein Allheil. Ja. Das ist wohl nicht mehr der Slime, den wir damals gegeben haben. Sie hat uns betrogen, sie hat unseren Slime einfach weiter verpaart. Was ist die noch? Das ist nur so eine Pissattacke noch, ganz echt schlimm. Finde ich auch komisch. Hat gerade eben echt gar keinen Schaden gemacht. So ja auch eine Pissattacke. Dass sie sie oft verfehlen, regt mich auch auf. Ich meine, wir gewinnen den Kampf halt sicher, weil die einfach gar keinen Schaden mehr machen. Ja. Und die können auch zum Glück nur irgendwelche Defensiv- oder Störattacken. Na, vielleicht ist wie versiegelt haben. Können die halt nichts mehr wirklich. Aber man muss schon sagen, die es ist schon echt gut, die zu versiegeln. Ja, stimmt, das hat uns in dem Kampf auf jeden Fall echt gut weitergeholfen. Ja, also. Der erste ist schon kaputt, ne? Ja, ja. Man muss halt mal wirklich sagen, in dem Spiel sind halt solche Attacken ziemlich gut.
Jedenfalls wollen wir uns jetzt zügig darum kümmern, unser Post-Team zu breeden. Weil wir dazu sagen müssen, dass wir es noch gar nicht so richtig wissen, was wir haben wollen. Wieso unbedingt ein Post-Team? Ich würde einfach mit dem hier weitermachen. Ich will noch mal ein anderes Team haben. Oh, Junge, ey. Ey, wir haben mit dem Team ja ein einziges Tor gemacht, wenn du es so willst. Also ein Story-Tor machen wir auf jeden Fall, ja. Du bist verrückt. Ich werde noch so ein richtig cooles Team haben, Mann. Hast du doch gerade. Ein viel cooleres, mit Goldslime zum Beispiel. Ja, musst du ja noch einen zweiten Erzkling züchten. Oder einen Goldgolem. Oh, ich habe verloren, ihr seid zu stark. Ich habe es auch nicht besonders hart versucht. Ach, was auch immer. Ich wollte eigentlich gewinnen. Okay, wir haben nichts bekommen, schade. Quatsch mal den Slime an. Mama, ist das ziemlich gut geworden. Ja, okay, schade. Meine Großtochter ist ein Master geworden. Sie hat sich selbst rufen gehört. Ihren eigenen Ruf gehört, was auch immer. Ich muss mich nicht um sie sorgen. Okay, schade. Ich hätte gedacht, wir bekommen was. Okay. Und dann sollten wir hier noch mit dem Pärchen. Ah! Wir sind jetzt zusammen. Das Mädchen von dem Mann? Nun, wir hatten unsere Uneinigkeiten, aber wir haben gemerkt, dass wir doch ziemlich viel gemeinsam hatten. Ja, haben sie einfach mal die Wand durchgebrochen, ne? So. Ja, wieder problemlos. Nun, deswegen haben wir geheiratet. Oder werden wir bald heiraten. Wie ihr Great Dog gerettet habt, war eine wahre Inspiration für uns beide. Es hat uns zusammen, es hat uns beide Liebe gebracht. Als Dank könnt ihr das hier haben. Ein Monster-Ei von einem unserer Monster. Wir werden es zu eurer Farm schicken. Okay. Gucken wir uns das mal an, würde ich sagen. Wir haben hier noch einen Haufen Schüssel noch zu erforschen. Und wir werden dann auf jeden Fall noch irgendwie mit dem Skate Ladder fahren müssen. Aber schauen wir erstmal nach, was wir da haben. Ja. Tara, ich beneide euch für das, was ihr in den anderen Welten getan habt. Aber in letzter Zeit macht mir die Farmarbeit auch eine Menge Spaß. Naja, je mehr ihr euch um Monster kümmert, bla 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 bla. Oh, ein Waymage. Cool. Oder Crap. Findest du? Lass mal. Nein, Steve? Ja? Geh mal kurz zurück, guck mal nach, was wir alles für Monster haben. Mal nach, ob wir irgendwie mit dem Skate Ladder irgendwie irgendwas halbwegs Sinnvolles machen können. Ich gehe mal zum Schlüsselmenschen und lass mal meine Schlüssel identifizieren. Wie wir noch haben. Wir hatten ja eigentlich damit was gerechnet, was passiert, ne? Wenn wir das Mädel besiegen. Ja. Also wie gesagt, ich möchte ja ganz gerne auf jeden Fall noch halt insgesamt ein Post-Team haben. Ja. Das ist einfach so. Ich ohne Fragezeichen Monster im Team, das geht nicht. So, ja, wir sind die Retter. Wir haben nämlich noch 3 Magic Keys. Und it's a blue islet. Und das nächste. So,
680, ja. Achso, du bist gerade beim Schlüsseltypen. Genau. Blue Forest. Und... ja, für 310. Wo kommen wir? Bluebird. Okay. Man, wir könnten jetzt auch einfach so einen Turm machen, Jan. Würden wir jetzt eh noch machen. Okay, also ich glaube, das Beste, was wir mit dem Skate leider kriegen könnten, wäre entweder ein Eisfalke oder ein Dämon. Ist beides gut? Die Sache ist halt, ein Dämon können wir uns auch einfach bei der Medaille theoretisch holen, ne? Ja. Das ist halt die Frage, also ich meine, für den Dämon brauchst du halt ein zweites Skate-Lader. Und für den Eisfalken brauchst du halt nur irgendeinen Vogel. Irgendeinen Vogel? Ja. Das ist cool. Wollen wir trotzdem jetzt einfach mal auch die Tore machen? Ja, geh von mir aus in eins rein. Weil wir die drei Tore wollten wir sowieso machen. Wir werden natürlich wieder nur zügig zum Boss fertig. Sieht doch cool aus. Ja. Generische Stadt wie in jedem anderen. Ja, die werden wir nicht mehr so genau erkunden. Weil das ist Quatsch. Da treffen wir nur gelangweilige Könige. Nein. Du warst Master und du hast ihn. Ja, schlag mich hier. Würde ich gern machen. Hier gibt's wieder Vögel. Das ist ja schon mal gut. Oder was heißt wieder? Wir hatten ja bisher noch gar kein Vogeltor. Deswegen ja. Ich glaube, ein Vogeltor ist so ziemlich mir das Beste, was uns passieren konnte. Okay. Ja, ist scheinbar nichts. Also, Vogel plus Wasser. Genau. Wo war man schon? Hm. Da. Halt. Oh, und perfekt. Wir nehmen unser Tagebuch. Sehr gut. Die haben wir davor noch gar nicht getroffen, ne? Master aus dem Ausland. Schön. Wieso? Ist doch cool, dass er für Monster hat. Warte mal. Eine Crap. Findest du, ja? Wir haben gerade kein Filet, ne? Wirklich nicht? Kein einziges? Mad Cat. Und zwei... Oder ist das Mad Cat? Ja, ist Mad Cat. Das ist Mad Cat, ja. Ich schau mal, was es alles hier so gibt gerade. Wow, Pfand! Das ist geil. Ja. Das können wir schon merken, dass es hier auch Powerfanten gibt. Ach, das die Monster, die man hier findet, die sind alle ganz gut zum Farmen. Ja, also Boss-Troll auf jeden Fall. Todesadel. Und Madrag. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, dass man ein Todesadel direkt so bekommt, das ist super. Das ist super. Fuck, was ist in der Mitte? Evil Vale. Der böse Brunnen. Okay. Was gibt's noch? Ich denke, wir müssen so ziemlich durch. Ja, ich denke auch, wir sind jetzt durch. Die Monster hängen ja vom Durchschnittslevel von unseren ab, ne? Wenn es nach wie vor noch so ist, ja. Granele. Und Boni. Ja, und Boni. Boni. Das passt echt so überhaupt nicht, aber... ja, und Boni. Ach. Ey, wir haben uns aber schon in Boni gebreedet, ja? Aber es ist so wie in Teil 1, die Kulmer zurück, man sich ja so mal wieder immer vom... Gut, ich denke mal, wir haben jetzt... Wir machen es noch zweimal und dann... Ich denke aber auch, wir haben alles gesehen. Ein letztes Mal.
Werfen wir einfach mal. Porkchop. So, normales Fleisch, oder? Das Schinken. Okay. Naja, wer weiß, ich meine, im Spiel kommen ja auch andere Monster einfach so mit. Von daher. Wow. Ja. Meine Monster sind schwächer, als ich gedacht habe. Ja. Warum werden wir eigentlich tatsächlich so verhauen, verdammt nochmal? Erstmal ein Whip, genau. Das ist echt unfair. An der Elementen sieht hier so blöd aus. Warum ist der auf einmal rosa? Da haben die irgendwie die Macher so ihre Freude mit gehabt. Wow, 13.000, das fett. Außerdem sind unsere Level schon, Monster schon so vom Level, deswegen will ich auch schon neu bieten. Ja. Damit wir auch noch coole Attacken reinbekommen. Ich will mit unserem Moveset überhaupt nicht zufrieden. Ja, dein Moveset ist echt für den Arsch. Also wir müssen nochmal breeden. Das ist... Ja, generisch, da gehe ich mal nicht rein. Oh. Auf jeden Fall heilen. Ja, wir wollen halt die Tore deswegen natürlich auch machen, damit wir die Monster zum Fangen zur Verfügung haben, ne? Okay, da komm mal her. Genau. Vampi. Gefühlt bisher das Highlight, ne? Irgendwie schon, ja. Also die Monster hier sind ja ziemlich enttäuschend, die es in der Wildnis gibt. Ich weiß noch, wo ich Morey das erste Mal gesehen habe, war ich total von begeistert, ja? Ja, weil sie über 100 Schaden gemacht hat. Aber... Mittlerweile kann ich das Vieh auch nicht mehr sehen. Das ist eben das Tentara dieses Spiels. Ja, ich glaube 10 Gold. Bloß nicht zu viel. Master. Speichern. Der Master könnte uns ja besiegen. Ja, ja, der Master. Holy crap. Holy crap. Dieser Burger sieht so blöd aus. Verdammt, hat der grünen Lippenstift? Ja. Aber mal ganz ehrlich, warum hat nicht Kameha sowas, ja? Ja, das sind voll die fetten Monster hier. Vor allem das in der Mitte kenne ich wieder nicht. Ja, das sieht echt... aus dem Vogel. Das könnte Shantax. Das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von... vom Buntvogel. Der Buntvogel hat ja eine weitere Form bekommen. Also, quasi Buntvogel plus Teufel oder so, da gibt noch einen höheren Vogel sozusagen. Ja, Mirus. Das könnte dieser. Nee, Buntvogel plus. Auf jeden Fall auch irgend so ein dickes Monster noch. Ich glaube Buntvogel plus Boss oder so. Okay. Ja, die sind schon mal geil. Ich denke, wir wollen trotzdem mal sehen, was es noch so gibt hier. Also, das heißt, je nach Trainer vielleicht dann unterschiedliche Monster? Master, schön. Akuba! Der hat einfach so eine Akuba dabei! The fuck! Alter! Rockvogel, Kampfrex, Akuba. Das ist, ich bin gerade echt extrem beeindruckt. Also, wie geht die Response da bei einem Master im Ausland? Grendel und Akuba ist ja witzig. Ich würde mir echt extrem gerne noch so einen Akuba fangen und das dann mal... Ey, besieg den mal. Ich will wissen, wie viele Erfahrungspunkte du kriegst oder ob du den überhaupt besiegen kannst. Ja. Versuch's einfach mal, ne? Wow. Ich muss zugeben, dadurch, dass man jedes Mal, wenn man so ein Feld betritt, jetzt so eine Wahrscheinlichkeit einsetzt, dass man doch so einen Master trifft, das ist schon ziemlich krass. Das macht diese Welten, diese Auslandswelten sehr ja, ich muss sagen, attraktiv. Ich muss sagen, mittlerweile war ich ein bisschen fast schon gelangweilt von diesen generischen Welten hier, ne? Ja. Aber so sind sie schon ziemlich cool. Oh nein. Man kann sogar direkt jemanden beschwören, das fällt. 300 Schaden auf Akuba. Wir müssen uns auf jeden Fall dann mal noch auseinandersetzen mit den Attacken verärmen und sowas. Na, erstmal bestimmte Attacken einfach ins Team bekommen. Ach naja, das ist nicht so schwierig. Ja.
gut. Ist schon kaputt. Geil, okay, der Kampf ist noch... Das heißt schon kaputt, wir haben dreimal Berserker drauf gemacht. Also 900 Schaden haben wir drauf gemacht. Hab ich doch also gesagt, schon kaputt. Hätte wesentlich mehr Leben haben können. Also den würde ich mir aber echt extrem gerne fangen. Erzking ja gerade. Allgemein die Monster. Erzking. Ja, also. Aber dann wird es vielleicht doch leichter. Wir müssen uns Infinite Filets kaufen. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns für 20.000 das mit Rabatt holen. Ich glaube, das lohnt sich fast schon. Später irgendwann, wenn wir dann schon die ersten Filets gekauft haben. Ja. Nein. Geil. Geil. What the fuck? Ey, geil, Mann. Ey, wie fett ist denn das? Und wir mussten die Welt retten, ernsthaft? Ich dachte, das hätte doch einfach so ein Master machen können, ja? Ey, die Master, die gefallen mir so gut. Der erste war noch ein bisschen langweilig. Aber das ist ja mal echt krass. Verdammt. Oh Gott. Nett. Da kommt mir auch mal ganz schön was rein, muss ich sagen, ja? Serka und... Ja, du wirst auf jeden Fall erstmal so blöd mit. Warte mal, auf Leo, ja? So passt's dann. Ja. Oh nein, warte. Schade. Ja, dumm gelaufen auf Leo und Leo macht bei sehr. Ja, nee, wir müssen ein Item nutzen. Ich glaube, wir sind tot. Kannst du auch einfach neu laden, ne? Wir versuchen zwar, ich glaube, wir sind tot. Oh, dafür ging die Heilung durch, gut. So, ja, er muss jetzt einfach immer heilen. Ich werde jetzt kein Risiko eingehen und versuchen, den Virus wieder zu beleben, sondern mach jetzt einfach... Oh, paralysiert. Das ist tot. Ja. Paralyse in dem Spiel ist echt fies. Oh, 506 Schaden. Krass. Warum nicht? Krass. Er lädt einfach. Das ist, ja, an der Stelle sind wir tot. Was kannst du noch so haben? Megadrag. Aber ein wenig beeindruckendes Team. Es ist schon beeindruckend insgesamt. Okay, aber das, was vorher war, natürlich. Ja, aber Doppel-Erzking plus Akuba? Bestes Team ever. Also, auch das ist wieder. Wir können ja das mal versuchen zu besiegen. Ja. Also, ich denke mal, Doppel-Erzking kriegen wir aktuell nicht kaputt. Das können wir vergessen. Die Sache ist halt, die Erstkings haben halt auch bestimmt ein paar hundert Trefferpunkte, ne? Naja, das ist... Müssen wir dann... Increase. Ey, das ist doch so geil, wir fangen uns dann hier einfach ein Erzking. Ja. Und zack, schon haben wir unseren Kreuzlein. Und der wird richtig fett werden. Berserker auf Metal King, ja? Ja. Und er macht auch erstmal Increase. Die machen halt wirklich gut Schaden und man sieht mal wieder, wie wichtig Increase ist. Man muss einfach den Schaden reduzieren können. Das soll ich zusammen sehen, aber glücklicherweise auch 8 Schaden. Wir brauchen auf jeden Fall auch 2 Power. Oder oh, das regt mich so. Das regt mich so auf, das ist ständig unser Leo. Ah, war gut. 22. Meine ganzen Effekte hier. Ich bin mir echt gespannt, wie viele Trefferpunkte dieser Erzking hat. Kann er bitte mal aufhören, uns hier so zu verkloppen? Macht sich echt mega platt, der Akuba ist so witzig. Danke.
Das für mich ist jetzt leider King. Ja, ja, scheiß auf King. Und hier. Warum kann ich jeder von den Giga heilen? Samsi smashed King. King died. Das ist blöd, dass King tot ist. Ja, weil wir nur King mit Leben haben. Ich weiß auch nicht, warum du das so blöd gezüchtet hast. Weil wir mal keinen Bock hatten, so lange zu warten, weil er es einfach nicht gelernt hat, das Beleben. Und er meint mal, ach, braucht man nicht. Ja, hätten wir halt Items geben müssen, ne? Das war ein bisschen dämlich von uns. Ja, das ist... Und wie war das tatsächlich etwas dumm von uns, ja. Ja, also sind ab jetzt also eindeutig das Highlight in diesen Welten. Die Master, die wir nicht besiegen können. Jetzt können wir nicht mehr heilen. Es kann echt sein, dass wir die Master nicht platt bekommen, oder? Ja, der Typ ist einfach nur so was von überlegen. Ja. Yep, das bekommen wir nicht hin. Der Kampf ist verloren. Na gut. Das heißt, wir haben ganz schön was zu tun, ne? Wir haben einiges zu tun. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich war DSD Steve. Und euer Let's Play Retro World. Wenn es wie immer, einen Kommentar und Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö.